Ich bin schon wieder Crewmate. Es ist ja insane. Das ist einfach nicht in Ordnung. Hallo! Na? Hallihallo, herzlich willkommen. So, ihr Lieben da draußen bei einer neuen Runde im Hongas. Ich bin's, euer GigaGreview, und ja, ihr könnt es erkennen, es ist immer noch dieselbe Aufnahmerunde wie aus dem vorherigen Video, was hoffentlich... Ja, wann ist es online gekommen? Ich weiß, es ist zuletzt online gekommen. Ne? Ich balle jetzt bestimmt erstmal Among Us hoch. Ja, wenn ich es schon habe. So. Wir spielen wieder mit derselben Runde wie beim letzten Mal. Das heißt, es sind dieselben Leute. Ein paar von euch kennen sicherlich die ein oder anderen. Die waren ja schon öfter auch bei Among Us dabei. Shellum zum Beispiel. Oder auch Dana, Tabea. Ne? Das sind so bekannte Gesichter. Und das Schöne ist, man lernt ja auch die verschiedenen Charaktere immer so ein kleines bisschen besser kennen. Und weiß auch so ein bisschen, was die so für Macken haben, ne? Was die so für Ticks haben. Und vor allem, wie gut sie lügen können. So, und unsere Aufgabe besteht heute eigentlich nur darin, einfach mal gar nichts groß zu sagen. Nichts zu sehen, einfach, wir achten nur auf uns hier in dieser Runde. Wir achten einfach nur auf uns und hoffen, dass wir nicht komplett weggeschnetzelt werden. Da wäre ich schon sehr happy mit. Und wir gehen mal wieder zu Specimen und hoffen, dass, wenn wir da ankommen und unsere Aufgabe machen wollen, nicht durch einen Report oder durch einen Kill unterbrochen werden. Die Lights sind aus, natürlich. Natürlich sind die Lights aus. Hä, warte mal. Hier, das muss ich doch machen. Download. Ha. So, um die Lights können sich die anderen kümmern. Machen sie auch. Finde ich gut. Dankeschön. Nein! Oh Gott! Ich bin zu blöd. Ja, Leute. Weihnachtsstimmung. In Among Us. Soll es bald geben. Oder beziehungsweise es gibt jetzt schon so kleine Hütchen. Kleine Mützchen. Und bald gibt es wohl auch eine neue Quest. Eine neue Map. Soweit ich weiß. Ja. Die kommt wohl irgendwie am 13. Dezember raus. Vielleicht ist das Video sogar schon online, wenn es die neue Map gibt. Aber auf jeden Fall würde ich diese neue Map schon, würde ich schon gerne auch aufnehmen. Bin ich ganz ehrlich. So. Hier einmal unsere Erde in ein paar Jahren, wenn dann alles abgefackelt wird. Apropos abfackeln. Deswegen kühlen die es wir natürlich. So. Und wir drücken einmal das Knöpflein und ziehen weiter. Hallo. Ich achte auf gar nichts. Schön und Dana sind vorbeigelaufen. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß einfach noch nichts. So, Communications. Oh Gott, no. Ich werde sterben. Wobei, also ich sag mal, Kira hätte mich halt jetzt schon, ne? Kira hätte mich schon dutzende Male umhauen können. Es ist meine Aufnahme und man tötet niemanden. Okay, okay, Moment. Also, ich habe gerade Tabeas Leiche gesucht. Ja, ich bin in bin ich auch nicht der Erste gewesen. Communications reingegangen und Lingo ist mir daraus entgegengekommen. Ich habe, by the way, Tabeas Leiche gefunden. Ich kam nicht aus Communications. Okay. Ich bin, kam aus Otto und bin dann unter Communications entlang gerannt. Wo ist Tabeas Leiche? Nee, da weiß ich nicht, sorry. Am Baum in Otto. Das glaube ich nicht. Bist du denn aus Otto rausgekommen? Ungefähr. Zeitig. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin eben aus O2 raus und hatte unten, ganz unten links von Weapons, hatte ich noch was. Also vor circa 20, lass mich lügen, 25 Sekunden war ich unten noch da rumwuseln und habe geguckt, ob dort eine Leiche liegt, weil mir das irgendwann nicht mehr so sicher war. Und da habe ich dich nicht in der Umgebung gesehen und ich bin aus Admin Richtung O2 gelaufen. Wahrscheinlich aneinander vorbeigelaufen. Ich komme aus Office raus und er kam mir aus Communications entgegen. Ich war nicht in Communications. Leute, es ist doch ganz klarer Fall. Da ist es. Was? Ja. Ich stimme also, wenn ein Teller ohne Butter ist, ne? Also. Wenn du Teller isst, man nur ohne Butter. Leute, nicht in meiner Welt. Random rausnehmen. Nicht in meiner Welt. Ich wollte dich gerade verteidigen, Michelle. Ja, ich bin's ja nicht. Ich habe dich ja die ganze Zeit geprankt. Ja, ich weiß. Ja, blöd, ich habe gesehen. So schlecht streamen. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Gott, ich hole halt wirklich da raus. Was? Ich glaube, das ist halt nicht ich spiele nie wieder mit euch. Ne? Ja, ihr seid halt blöd. Das ist halt insane. Das ist halt so insane. So, machen wir meine Aufgaben weiter. Schön. Upload. Also ich glaube, Schwarz hat mich getötet, ne? Ich versuche halt wirklich überhaupt auf gar nichts groß zu achten jetzt. Aber ich bin fertig. Leute, können wir mal gucken, was die anderen so jetzt machen. Akira und Rick wohl wieder mit am Start. Warte mal, sind es die beiden? No, nee.
Ach, Schwarz hatte mich gar nicht gekillt. Ich habe halt wirklich überhaupt nicht aufgepasst, ich sag's doch. Ja, aber Kira ist es wieder, okay. Ja, dann haben wir jetzt verloren. Das ging ja schnell. Obwohl 26 Sekunden. Das. Oh, das ist halt unfassbar. Ich habe noch gesagt. Lingo. Mein Download ist echt ehrenlos. Ist echt ehrenlos. Ja, das wollte ich jetzt mal so sagen. Ich finde, ich finde denjenigen, der aufnimmt, umzubringen, finde ich ziemlich ehrenlos. Leute! Ich rede ganz kurz herzlich, noch als Info. Herzlich willkommen, Leute, bei einer neuen Runde Among Us. Ich bin's, euer Geigenschmeigen. Und wir sind wieder in der gleichen Besetzung wie in der ersten Runde. Wobei, ich glaube, bei der anderen Runde waren wir noch zu 9. Jetzt sind wir, glaube ich, nur zu 8. Ja, dafür ist der Kill-Count bei den Impostern noch ein kleines bisschen weiter oben. Von daher, ja, ist das, glaube ich, ganz okay. Also es sind 2 Imposter auf alle Fälle, ne? 2 Imposter und wir sind 8 Leute insgesamt. Also das wird schon schwer. Es wird knifflig. Aber ich gebe mir natürlich trotzdem Mühe. Und ja, habe mir so als deine Aufgabe gedacht, dass ich versuche, einfach so gut wie auf gar nichts zu achten. Und wenn ich was sehe, dann sehe ich das. Beziehungsweise, wir machen es. Lol, achso, das war das Communications-Ding. Ich habe gedacht, so, hä? Was habe ich gerade gefixt? Oder was wollte ich gerade fixen? Übrigens auch ein sehr schöner Spot für einen schnellen Kill. Ich glaube, ich werde einfach, wenn ich jemanden sehe, der gerade jemanden anderen tötet, dann werde ich einfach so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Ich glaube, das wäre ganz sweet. So, da ist der Planet. Hab ich nicht gemerkt. Bin nämlich Schlaubi. Ah. Oh, das ist natürlich. Da wollte Shellum gerade noch mit rein. Jetzt muss ich. Hallo! So. Warum steht sie jetzt nur da? Okay, oh, warte mal, ich muss da rein. Okay, Tabea, was war das jetzt gerade für eine komische Aktion? Nika und Tabea. Oh. Oh. Das könnte natürlich jetzt. Nika ist wieder rausgegangen. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spannend hier, ne? Tabea ist hier unten. Genau, sie ist ja runtergelaufen, aber nicht getötet worden. Und Shellum ist wahrscheinlich einfach durchgelaufen. Einfach weg. Verschwunden für immer. Oh nein! Eine Person ist im Electrical. Ja, wir müssen halt jetzt schon. Oh, das ist gesaved. Ja, dann mache ich meinen letzten Download, Leute. Also, dann haben wir ja meine Aufgaben. Also, das ist ja kein Problem, Leute. Das finde ich gut. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Nee, Communications. Oh, bitte, nee, das ist die lästige Aufgabe. Die so ewig geht. Wo sind denn hier Leichen? Hier sind keine Leichen. Hallo, Tabea. Offenbar hast du ja auch eine tolle Aufgabe. Wie ich. Das ist schön. Also, ich glaube, Shellum ist tot. Ich glaube, Shellum hat uns verlassen. Ah, nee, da ist sie ja! Hallo! Oh. Aber wir können ja mal gucken gehen, ob jemand tot ist. Ja. Weiß. Habe ich nie gesehen. Also wirklich null. So, Kira guckt. Anna war es nicht. Also ich kann schon mal bestätigen, dass Alex schon ein bisschen länger tot ist. Ja, weil ich vorhin an. Also Giga, du hast mich ja noch gesehen, als ich im Specimen rein bin. Ja. Von da aus bin ich direkt in Admin gegangen und habe bei den Vitals gecheckt und gesehen, dass er tot ist. Und das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich wollte seine Leiche, also ich habe seine Leiche gerade auch gesucht. Ja, same. Also ich habe Tabea doch nicht gesehen. Tabea same? Warum ist Tabea jetzt same? Was? Nein, ich habe vorhin auch noch auf Vitals geguckt und dann nach der Leiche gesucht. Aha, nicht gleichzeitig mit Michelle, aber. Also ich habe die Leiche, ich hab auf Vitals geguckt, habe die Leiche gesehen, bin losgelaufen und habe sie instant gefunden. So, das ist ein bisschen. Hä, wo war sie denn? Ich war gerade oben bei Dings. Ich will erstmal. Hat jemand jetzt gerade eben Kira? Achso, nee, warte mal. Hat jemand Kira gesehen? Ich glaube, ich habe sie ganz kurz mal irgendwo gesehen, aber nur
Und Lingo hat mich oben in der Laboratory gesehen. Ich bin aber vorhin abgehauen, weil ich Angst hatte. Genau, das stimmt. Ja, nee. Kira, ich meine ja, du bist mir ja gerade entgegengekommen, deswegen. Ja, das stimmt. So, du bist ja von links, du bist ja von links gekommen. Ich bin von oben gekommen. Ja, nee, dieser Admin-Raum da, wo auch dieser Schalter und so. Achso, ist ja links die Tür so. Und Shellum war ja in diesem kleinen Raum links von diesem Eingang, wo es nach unten runter geht. Und dann geht es einmal hoch in den anderen Raum noch. Und lag da er beim Admin-Raum? Nee, der lag, wenn du, also hier, wo unsere Besprechung ist, gehst du ja links raus, so, ne? Ja, okay, dann kann ich direkt sagen, warum ich sie nicht direkt gefunden habe, weil ich bin rechts raus. Ich bin auch rechts rausgegangen. Ja, aber du warst ja gerade in dem Raum, Shellum, links. Hä? Du warst in diesem kleinen Mini-Raum, warst du gerade. Wenn man von diesem Besprechungssaal links durch die Tür rausgeht, so. Weapons oder Communication? Weapons ist unten, ne? Also, Giga, ich glaube, du verwechselst mich gerade, weil ich habe gerade das Labyrinth gemacht. Ja, rechts oben. Nein, das warte doch mal. Ja, ich bin ja zu dem Vitals gegangen und bin dann wieder zurückgelaufen. Also bist du hinter mir her, sozusagen. Ich hatte dich doch kurz in Weapons gesehen, kurz, ja? Ja, da habe ich, das so, stimmt. Pass da auf, und dann bin ich zu den Weidel-Ding gegangen, hab gesehen, der ist tot, bin wieder zurückgelaufen und hab unten geguckt, wo dieses Rad ist, dieses Holzrad, von dem ich immer wieder sage, Leute, checkt das da unten, weil ihr seht es sonst nicht. Und okay, da lag Alex. Holz. Aber da habe ich nicht geschaut. Dieses, das Rad. Da bin ich ehrlich, da habe ich nicht geschaut. Ja, also wenn ihr beide sagt, dass er schon lange da liegt, dann seid ihr entweder beide Imposter. Das kann natürlich sein. Na, Giga, ich habe dir doch gerade erklärt, dass ich habe mich gescannt. Du standst dabei. Dann bin ich herunter in den Specimen gegangen. Ich habe übrigens die ganze Zeit gewartet, dass Dana dich umbringt, weil ich habe gesagt, wenn sie jemanden killt und ich sehe es, dann sage ich nichts. Auf jeden Fall, habe mich gescannt und bin von da aus in den Specimen. Und von den Specimen bin ich dann zu Vitals gegangen und habe gesehen, dass er tot ist. Und weil da so eine Zeit vergangen ist, also seitdem ich bei dir da runtergegangen bin und der Report, bin ich der Meinung, dass er schon länger tot ist. Und also, ich will nur kurz anmerken, Lingo und Nika waren beide bei mir. Also wir waren alle zusammen ganz rechts. Okay, beide haben auch gar nichts gesagt jetzt, ne? Die hatten überhaupt keinerlei Input jetzt. Ich habe gesagt, dass Dana safe ist. Das habe ich direkt am Anfang gesagt. Ja, wenn sie sagen, oh, Moment mal, da stimmt was nicht, dann kann man ja das gerne mal reinreden, ne? So. Aber Alex habe ich leider nie gesehen. Moment, da stimmt was nicht. So, die sind erstmal wieder gemutet. Okay, Leute. Es wird spannend. So, hier unten lag. Aber ist Shellum da? Also, das ist schon. Ich kann mir vorstellen, dass Shellum vielleicht tatsächlich Imposter ist. Aber das hätte sie mir, glaube ich, gezeigt, weil sie so ein bisschen gerne trollt, ne? Sie ist da gerne mit am Start. Lingo, Dana und Nie. Okay, also dass die drei immer noch zusammen rumrennen, ist natürlich schon nice. Lingo! Tabea! Also es gibt für mich halt gerade nicht mehr wirklich was zu tun, ne? Das ist so. Oh Gott. Bitte gehen Sie. Bitte helfen Sie mir. Okay. Ich glaube, Lingo hat nicht gedrückt. Erst als ich da war, hat er gedrückt. Lingo stand rechts an dem Turm. Da waren auch Nika und wer war da noch? Da war noch jemand. Dana. Ich stand ganz unten. Also Nika und noch jemand, ihr seid auch den Gang, habt aber gesehen, da steht einer und seid wieder weggegangen. Ich bin aber dann hochgegangen und... Also beziehungsweise Dana ist weggegangen und ich renne Dana aber schon die ganze Zeit hinterher, also bin ich hier hinterher. Zu meiner Entschuldigung, ich kenne die Map noch nicht so gut. Ich bin noch nicht so lange im Ungas. Ich muss erst mal gucken, was ich machen sollte. Ich stand da dran, das Overlay offen mit der Hand. Das ist aber das Gleiche wie bei den anderen Maps, ne? Das weißt du. Ja, ich spiele aber generell noch nicht so lange im Ungas. Na, es ist, weißt man du? Muss sagen, es ist nicht dasselbe wie bei der ganz normalen Map, weil da gibt es das Ding mit den Zahlen. Oder gibt es auch einen Reaktor? Nein, ja, es gibt auch einen Reaktor. Es gibt den Reaktor. Und das auch mit der Handfläche. Mal, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ja, weil ich war ja eben, also... vor der anderen Runde da in Laboratory hatte eine einzige Aufgabe noch, und zwar das Virus, was aber genau über den Vent ist. Und Lingo kam halt rein und lief irgendwie so komisch so hin und her, und hatte ich Angst gehabt, weil die eine Aufgabe über den Vent ist. Und ich dachte, nee, das riskiere ich nicht. Und dann bin ich halt rausgelaufen. Deshalb, Kann man denn sagen, dass jeder fast seine Aufgaben schon erfüllt hat? Ich habe dadurch, dass ich vorhin die Leiche gesucht habe von Alex und jetzt halt. Also ich habe zweimal, also jetzt habe ich halt nicht gefixt, weil Lingo es ja selbst gemacht hat, aber ich habe beim ersten Mal auch schon die Türme da gefixt. Ich muss, glaube ich, noch, obwohl es sind ja nicht so viele Aufgaben, vielleicht muss ich noch zwei oder drei Aufgaben machen. Ich meine, wir sind sieben, man soll bei sieben nicht voten. Ah, ihr habt schon alle schnell gewotet hier, die Leute, ne? Ja, die haben mich alle gewotet. Ich habe skippen gemacht. Nein, ich habe dich nicht gewotet.
Lol, das hat mich doch keiner gewolltet. Ja, einer hat Verlinger. Also ich mache sowas ja auch nicht. Die letzte Runde aber auch schon wer. So Leute, wir verhelfen jetzt Shellum zum Sieg. Ich glaube tatsächlich, dass Shellum Imposter sein kann. Das Problem ist, glaube ich, und das ist jetzt, glaube ich, der ganz große Trick. Ich glaube, dass sie nicht mit einem Imposter zusammenspielt, mit dem sie oft zusammenspielt. So, deswegen wird es Kira vielleicht nicht unbedingt sein. So, wisst ihr, was ich meine? So, vielleicht ist es tatsächlich auch Lingo. Das kann ich mir schon vorstellen. So, ne? Dass das. Andererseits. Er würde halt Shellum Lingo in die Pfanne hauen. Aber das würde ja ganz gut passen. Hallo. Oh Leute, da war Nika. Ja, okay, lassen wir sie mal ein bisschen alleine. Aber ich glaube, jetzt ist er bestimmt. Ich will nicht schon wieder sterben, oh Gott. Das ist halt schon wieder Dana, Lingo und Nika. Das ist ja auch nicht mehr normal. Oder? Dass die permanent miteinander rumrennen. Das macht sie natürlich ganz schön safe. Oh Gott. Dana, Nika. Aber wenn einer von den beiden. Die rennen halt schon viel zusammen rum, ne? Die rennen halt wirklich viel zusammen rum. Aber da können die doch locker jemanden schon umlegen. Also dieses duale Laufen ist natürlich immer so ein bisschen, ne? Das macht's für den Imposter schon sehr, sehr schwer, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wenn permanent so ein Dreiergrüppchen unterwegs, oh Gott, Tabea. Aber die spielt schon sehr safe. Also die spielt schon sehr auf sicher. So. Die will nicht unbedingt jetzt nur. Ja, ich glaube, wir werden gleich gewinnen wegen der Aufgaben. Irgendjemand wird schon seine Aufgaben fertig machen und dann. Ja, okay. Nein, es war nicht schön. Ich habe Kill gesehen, was ich machen soll. Wenn es Nika mir die ja, ganze Dana, Zeit hinterherläuft. Töte sie, Dana, töte sie. Aber Lingo, so du hast echt nicht gedrückt, oder? Also, du hast schon gewartet. So. Ja, natürlich habe ich gewartet. Ich dachte so, der ist das. Ach. Ich hatte gerade sau Angst vor dir. Wirklich? Du stehst da in mir, dass ich raus, ich so, er tötet mich. Ich hatte so eine Hoffnung, weißt du, ich hatte so die Hoffnung, dass du Imposter bist und ich dir dann einfach helfe, so, weißt du, das war meine große Hoffnung. Ja, aber leider war ich kein Imposter. Ah, sad. Ey, ich bin schon wieder Groovmate. Ah. Leute, ich hoffe, das ist okay. Dana macht einfach nichts. Wow, und Alex geht halt wirklich weiter. Das ist natürlich so eine Sache, ne, das sollte man eher nicht machen. Das ist eher so, RIP. LOL. Okay, bisschen blöd. Also Alex war tatsächlich jetzt überhaupt nicht dran, ne? So null. Gar nicht. Ah, das ist schon okay. Och, das ist eine nervige Aufgabe. Das ist einfach. Übrigens, ich bin Imposter. Also wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ich Imposter, ne? Deswegen habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen gezögert. Wie das so aussieht, das würde ich das hinterher so. Ah, oh Gott, jetzt gecheckt. Nee, der hat doch meine Regel gehört. Der soll mich nicht töten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wunderschön. Kann hier jemand mal bitte das Licht fixen? Hallo? Bitte Licht fixen, danke. Guck mal, hat geklappt. Ich habe einen Hausmeister gerufen. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, ich muss nach ganz links unten und wieder nach ganz rechts oben. Und es ist keine Leiche da. Was ist hier los? Aber ich bin ja Imposter. Ich könnte doch jemanden töten. Wen töte ich denn jetzt? Ich töte jetzt Kira. Hättet ihr nicht noch 5 Sekunden warten können? Ich werde jetzt nur das nochmal neu machen. Man braucht gar nicht fragen, wo die Leiche liegt, oder? Du sagst es sowieso nicht. Giga? Was meinte Alex Giga? Jetzt? Was hat Alex jetzt gerade gesagt? Oh, er ist rausgeflogen. Ja, ich glaube schon. Es stand da gerade, Alex left the game. Ja, ärgerlich.
Okay. Oh well. Wirklich? Ja, ja, er ist rausgeflogen. Dana. Ja? Warum hast du jetzt so traurig geklungen? Ich? Ja. Ja, ist Alex nicht ihr Kumpel? Ich bin traurig, wenn Alex rausfliegt. Ich glaube, Giga meint, er ist ja nicht ihr Imposter-Kumpel. Ja, ich weiß, aber... Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt und wieder werde ich fucking beschuldigt für irgendwas. Ich war ganz oben. Giga, aber to be honest, es klang gerade so, als würdest du sagen, dass du wieder Imposter bist. Du hast eine sehr lange Pause gemacht. Werde ich wieder... Ja, weil mir das tatsächlich das Wort nicht eingefallen ist. Ja, komm, votet mich raus, mir jetzt. Dann okay, let's go. Leute, verliert, es ist mir egal. Hä, hast du jetzt wirklich Dana gewotet? Ja. Lol. Tabea hat sich darauf verlassen, dass wir alle ganz schnell für Dana voten. Ne, wäre es nicht so aufgefallen. Tatsächlich mache ich es fürs Meme. Ja, immer für das Meme, dass ich durchsetze. Weil ich es wieder nicht geworden bin und deswegen. Worte für Tabea, danke. Ist die Rolle einfach. Ja, Leute, ich werde nicht mehr Imposter. Es ist broken. Ja. Es ist broken. Dann müssen wir die Runde schnell beenden. Ich hab's geskippt. Okay. Also, wenn die echt raushauen, dann ist los. Ja, natürlich haut ihr mich direkt raus. Ist doch klar. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab geskippt. Weil du einfach lieb bist, Dana. Ja, genau. So, wisst ihr, dass das Geile ist? Sie wissen nicht, dass es Alex ist. Oder wissen sie es jetzt? Ja, sie! Es ist so gut! Es ist so gut. Hä? Ja, ich dachte, wir töten jetzt Dana. Was ist jetzt los? Hallo? Ich dachte, wir töten jetzt Dana. Hallo? Das Gute ist, ich habe noch eine Aufgabe. Alter, wie nice war das denn gerade? Hey, der Alarm genau. ging gerade los. Und ich konnte noch reporten. Hey. Mach dir eine neue Runde? Was? Nein. Nee, wir spielen noch. Achso, okay. Lol, egal. Wo seid ihr denn? Office. Office? Ja, ich bin bei den Vitals. Okay. War irgendjemand in Weapons? Nee. Lingo. Nein. Hast du die Leiche gerade in Weapons entdeckt? Nein. Interessant. Wir drei sind uns über den Weg gelaufen. Du und Kiara sind runter Richtung Specimen gegangen und ich bin hochgegangen. Richtung Laboratory. Und trotzdem fragst du mich, wo ich war? Ja. Hey, wann bist du mir entgegengekommen? Als ihr gerade Richtung dem Desinfektionsraum gegangen seid, bin ich nach oben gegangen. Was ist der Desinfektionsraum nochmal? Ach, du meinst diese Dusche? Ja, genau. Wann bist du da entgegen? Wie kannst du das sehen? Ich habe euch gesehen. Ich hatte den Scan rechts gemacht über dem Desinfektionsduschenraum da und habe euch dann runtergehen sehen. Wen hast du da gesehen? Giga und Kira. Hä? Hey, ich bin da nie gewesen. Also ich hab weder Kira gesehen noch Lingo. Also entweder, Also zwei runtergegangen. Das erste war Giga. Ich bin von links nach rechts gelaufen. Ich bin nie runtergegangen jetzt gerade. Ich bin auch kein einziges Mal in Specimen gewesen. Ja, dann ich ist hab es oben im Laboratory meine letzte Aufgabe gemacht, mit diesen Schaltern umgehen. Ja, und dann kann sie halt, ja, okay, Kira glaube ich jetzt einfach, weil die habe ich halt nicht mal gesehen. Und warum sollte, also Lingo kann meinetwegen einen von uns beiden gesehen haben. Aber ja nicht beide, wenn ich weder Kira noch mich gesehen habe. Giga, ich habe dich gesehen, da ist ein zweiter dir hinterhergelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kira war. Und mit den Schaltern, da bin ich danach hingelaufen. Das habe ich gerade fertig, als Giga reportet habe.
Da stand ich hier im Kopf. Zeit lang halt zwischen Vitals und der Karte in Admin da auch hin und her gelaufen. Zum Schluss. Rainbow, was warst du denn? Weil ich fertig ja. bin. Der kam gerade aus Specimen unten raus. Also ich vote jetzt Lingo, ich weil... Also es ist schwierig, Leute. Ich weiß, dass irgendwer mit mir ins Laboratory gelaufen bin. Ich habe den Schalter umgelegt und bin dann wieder rausgegangen. Ich gehe, sag ich da mal. Ah, wie schön! Okay, was. Los, Nein, also müsstest du jetzt schon gewinnen lassen, ne? Beziehungsweise. Ich wusste es! Verdammt! Digga, du Kack-Third-Imposter. Neue Runde? Warte, Giga, du warst nicht Imposter? Nein, Giga, war ich nicht. Aber ich war der Letzte mit der Aufgabe. Oh, das war schön, Shalom. Das war ein Traum. Leute, das war's mit Among Us. Machen wir es kurz und schmerzlos, bevor mich alle hier zerhackstückeln im Voice-Chat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Like die Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist ja gut, gemacht. Das Gute, bis dahin, euer Giga Groovy. Ciao, ciao.